aus der roten Ecke. 29 Jahre ist er alt. Offizielles Kampfgewicht 90,4 Kilogramm, 1,88 Meter groß. Profi seit 2001 mit dieser Statistik. 25 Kämpfe, 23 Siege, 15 Mal durch Knockout. Sein Coach Ronnie Shields aus Houston. Groß, Profi seit 2004 mit einer beeindruckenden Bilanz. 28 Kämpfe, 27 Siege, 20 davon durch Knockout. Sein Trainer. Mal diese Aufgabe lösen gegen Adam Richards, den Amerikaner. Und die prange Frage lautet, geht der vielleicht ein bisschen zu leichtfertig in dieses Gefecht gegen den ehemaligen Schwergewichtler Adam Richards? Don't get cut. Watch your heads. Beide Boxen in der Normalausgabe. Also, die linke ist die Führhand, die rechte die Schlaghand. Und ein erster Treffer von Hook war schon dabei. Die Tempoeinteilung, das ist das, was Uli Wegner immer wieder anmahnt. Hook neigt dazu, gleich Volldampf und volle Kanne zu gehen. Aus einem gewissen Erregungszustand heraus. In den letzten Kämpfen hat er das besser in den Griff bekommen. Sonst wäre er nicht Weltmeister geworden, zum Beispiel gegen den starken Argentinier Ramirez. Und hätte auch nicht seine erste Pflichtverteidigung gegen Ola Afolabi gewonnen. Das war ein schwerer Fall. Uli Wegner wundert sich immer noch, dass sein Schützling den gewonnen hat. Heute die Kür sozusagen. Eine freiwillige Gürtelverteidigung. Der Gegner muss mindestens unter den Top 15 der Weltrangliste sein. Seit gestern ist Adam Richards an Nummer 11. Accidental headbutt. Watch your heads, guys. Box. Ermahnung von Ringrichter Mark Nelson, auf die Köpfe aufzupassen. Da gab es einen unabsichtlichen Zusammenstoß der beiden. Work out. Get out of there, guys. Punch out. Don't hold. Don't punch. I got it. Mit Sicherheit hat Marco Hook in diesem Kampf Explosivitäts- und Schnelligkeitsvorteile. Adam Richards ist jemand, der, wie Uli Wegner es zu formulieren pflegt, seinem Gegner den Kampf anträgt. Also ein Marschierer ist, schon offensiv ausgerichtet, mit Hakenserien agiert, auf den Mann zugeht, so wie er es jetzt tut, von der Ringmitte aus. Aber Hook sollte der Schnellere und eigentlich auch der härter schlagende Boxer sein. Ruhe angemahnt aus der Ecke von Uli Wegner. Die besseren Aktionen bisher in diesem ersten Durchgang hatte mit Sicherheit Marco Hook. Und deswegen dürfte er nach Punkten führen in dieser ersten Runde. Das kann er jetzt ruhig ausklingen lassen und sich dann erstmal die kleine Verschnaufpause in Ruhe nehmen. Mit Arthur Abraham, die beiden werden demnächst in Detroit aktiv sein. Und wir auch, die ARD, der große Kampf im Super Six Turnier von Arthur Abraham gegen Andre Durell. In der Nacht vom 27. auf den 28. März. Natürlich live bei uns hier in der ARD. Leichte Unsauberkeit von Richards, der da auch geschoben hat. Gab ja so ein paar Nicklichkeiten auch beim Wiegen am Freitag im zugigen Berliner Hauptbahnhof. Da sind sie so ein bisschen aneinander geraten und das war nicht nur Show, hatte man den Eindruck. Da war auch ein bisschen Aggressivität dabei. Break, don't punch. I got it. Das ist der typische Stil von Adam Richards, der wie gesagt die meisten seiner Kämpfe im Schwergewicht bestritten hat. Schon mal bis zu 25 Kilo mehr als jetzt gewogen hat. Wo er
im Limit von 90,72 Kilogramm kämpft. Diese krummen Zahlen kommen zustande, weil man sich nach der amerikanischen Einteilung richtet. Und amerikanische 200 Pfund sind umgerechnet eben diese Kilozahl. Das kommt öfter mal vor, wie eben gesehen, dass diese rechte Schlaghand von Richards ohne Vorbereitung durch die Führhand einfach mal rüberzischt. Und dann diese Hakenserien, mit denen er versucht, Körper-Kopf zu schlagen. Marco Huck ist gut beraten, dort aufzupassen, und jetzt kontert er seinerseits. Den Vorwärtsdrang von Richards gestoppt. Und er fängt hier zwei, drei schwere Hände. Jetzt darf er nicht überpacen. Das ist immer die Gefahr bei Huck. Muss aufpassen, dass er jetzt nicht zu viel will. In dieser zweiten Runde schon. Reicht ja für eine sichere Führung. Aber schauen Sie in seine Augen, wenn er den Vorwärtsgang einlegt. Fast wild. Wie eine Furie. Marco Huck im Ring. Richards boxt ein ziemlich gleichförmiges Tempo. Da gibt es wenig Variationen. Bei Huck ist das ein bisschen anders. Er hält sich zurück und dann kommt irgendwann der Versuch, am Mann zu explodieren. So wie jetzt, zweite Runde.